Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich habe hier einen frischen Tee. Und da das Spiel, wie es uns das schon mitgeteilt hat, nicht speichert, musste ich jetzt gerade hier nochmal den Weg nochmal gehen. Also ich habe nochmal alles eingesammelt, ich habe mit dem geredet, kam jetzt nichts dazu. Und dann sammeln wir hier mal ein bisschen Sachen ein. So, wir haben ein leeres noch. Okay, trink mal so. Sie muss beleidigt sein oder sich schämen. Steht ihr frei zu gehen, haben wir ihr gesagt, aber sie weigert sich. Wir waren respektvoll, wir haben nur ihre Beine kontrolliert, das ist Pflicht, und sie hatte normale Menschenbeine. Also darf sie jetzt gehen. Und doch steht sie da. Ihr habt ihre Beine kontrolliert, wozu? Weder Ton noch Knochen. Sie ist ein normales, lebendes Mädchen, keine Schabnack. Somit steht es ihr frei zu gehen. Doch sie tut es nicht. Sie muss beleidigt sein. Die Steppenbewohner haben eine seltsame Moral. Sie fürchten den Tod nicht. Sie weigern sich, einen Körper zu zerschneiden und schämen sich für seltsame Dinge. Was für eine Schabnack. Eine Kreatur der Steppenlegenden. Es heißt, die Erde spuckt ihn aus. Und dann stiehlt er die Gestalt einer Frau und zieht umher und mordet die Leute. Das ist natürlich alles Unsinn, aber wir haben etwas zu überprüfen, also tun wir das. Okay, wer hat das angeordnet? Subo, was Saburovs? Jedes der drei Häuser hat jemanden beauftragt, das Ungeheuer zu suchen. Die okay, die Olgimskis, die Kains, natürlich. Und selbstverständlich auch die Saburovs. Zu letzteren gehören wir. Und wer mögt ihr sein, guter Herr? Welches Ungeheuer? Ein Steppenkrieger, ein Golem, ein Lehmweibchen. Es nimmt die Gestalt einer Frau an, aber ihre Beine bleiben Lehm oder Knochen. Daran erkennst du sie. Ah. Okay. Lass sie doch hier stehen. Die steht doch gut da. Und du, redest du auch mit mir? Nee. Okay. Ja, daran erinnere ich mich. Es gibt halt hier dieses Steppenvolk. Und die glauben. Ah, okay. Die glauben halt an diese Geister. Und das vermischt sich hier alles so ein bisschen. Da müssen wir hin. Da steht so ein Heinzi. Niemand interessiert sich für mich. Komm gleich zu dir. Das Bullenglocke. Für die Geräusche habe ich keine Erklärung. Na endlich, ein Publikum versammelt sich um meine Darbietung. Setzen Sie sich und genießen Sie die Vorstellung. Oho, Tod durch Hungersnot. So beschäftigt, aber wo wir von Hungersnot sprechen, haben Sie irgendetwas Essbares bei sich? Würde ein Menschen. Ja. Der gute Herr möchte also ein Stück haben. Nehmen Sie. Es wird nicht lange andauern. Eine halbe Stunde ist meine Rolle wieder dran. Kommen Sie und sehen. Tod durch Hungersnot, Jungs und Mädels. Das ist in Ordnung. Okay, ich finde einfach einen anderen Verrückten mit Brot. Falsch. Sie sollten nach Verrückten suchen, die mit Müll handeln. Vielleicht sind ein paar Verrückte zu dumm, um zu sehen, dass sie durch ihren Abfall kramen. Ich respektiere den Besitz anderer Leute. Das ist tatsächlich keine schlechte Idee. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Hallo. Oh, Brot, Dankeschön. Was war das für ein Knall hier? Als ob jemand irgendwie so ein Blech durch die Gegend schmeißt. Genau, so. Oh, das ist nervig. Ich habe ein witziges, genau, das Kind am Bahnhof.
In seinem Brief schrieb Vater, dass er sich einer Prüfung unterziehen muss. Oder schrieb er wir? Okay. Schlimm, dass er begrüßt. Schabnagg, ein Lehmgolem der örtlichen Legenden, stieß die Gestalt einer jungen Frau. Oh, hört doch mal auf damit! Ist ja fürchterlich. Was ist mit dir? Hallo? Sie armes Ding, wir denken immer noch, dass sie einer von den Guten sind. Ich tue ihr leid. Oh. Wer ist wir? Tata, Gummi, Filia, Tack, Feigenhand, Leela, Rüsche und auch Ruta und Tisha. Außerdem hat Capella hat nur Gutes über sie gesagt. Das ist doch nett. Ist fast eine ganze Armee. Ja, genau. Tata hat gestern Katzen gekauft. Sechs wollen die eine. Naja, Prinzip, na klar, also ich nehme sofort eine, aber weiß ja gar nicht, wohin damit. Was ist das für ein scheiß Geräusch? Redet nicht mit mir. Okay, und du? Ein Mörder läuft auf den Straßen. Mensch oder Schabnagg, wer weiß. Unsere Kinder sind auch da draußen, wollen einfach nicht zu Hause bleiben. Egal, was wir ihnen sagen. Okay, wie viel ist mit Hausarrest? Es hat alles mit diesem grässlichen Turm angefangen. Jetzt können wir nichts mehr tun. Die Kinder machen einfach, was sie wollen. Man kann ihnen nichts mehr sagen, buchstäblich. Versuchen sie es und die Worte werden ihnen in ihrem Hals stecken bleiben. Sie werden uns komplett fremd, die Kinder. Aber was ist mit gemeinsamem Blut, frage ich. Was ist mit elterlicher Liebe? Was für ein Turm? Schwer zu erklären, der Turm erdrückt uns. Wenn man versucht, etwas gegen ihn zu sagen, ist es so, als würde ein unsichtbares Messer einem die Stimmbänder streicheln. Er hat unseren Kindern etwas angetan, der Turm. Fast alle Kinder leben darin. Es ist so, als würde man sie über einen dünnen, vereisten Fluss gehen sehen, aber man kann ihnen nicht folgen. Nicht einmal nach ihnen rufen kann man. Wer hat den Turm gebaut? Die Kains, natürlich. Möge das Feuer sie verschlingen. Wer sonst? Wenn doch nur die Saburovs alleine diese Stadt regieren würde. Es wäre so ein schöner Ort. Machen Sie sich keine Sorgen, die Kinder sind schlauer als wir. Genau. Könnt ihr damit mal aufhören? Was ist das denn? Hier, das ist irgendeine Tonne oder irgend sowas. Ich glaube, das ist nicht normal mit diesem Geräusch. Machst du hier so einen Krach? So erleichtert, dass man frisches Wasser von den Quellen hergebracht hat, sonst hätten wir aus dem Gorchon trinken müssen. Okay, haben Sie den Verstand verloren? Sehen Sie das Schlachthaus da drüben? Raten Sie mal, wo dessen ganzen Abfall reingeschüttet wird. Du hast keinen Sinn für Humor, Tenek. Wer würde aus dem Gorchon trinken? Sogar Blut wäre besser. Frisches Quellwasser ist also eine gute Sache. Ich frage mich aber, wie lange es dauert, bis es aufgebraucht ist. Okay, sonst hat es immer gereicht, hat sich was verändert. Blatt der Schwere verwaltete damals die Wasserträger. Jetzt ist sein. Oh, das nervt! Jetzt ist sein Sohn dafür verantwortlich. Der Schwere ist grausam, aber er weiß, was er tut. Der Jüngere ist netter, aber nutzlos. Er wird garantiert alles vermasseln. Okay. Warum denkst du das? Blatt der Jüngere ist ein Einfaltspinsel, der sich um die Wasserträger nicht ausreichend kümmern kann. Ich habe sogar Gerüchte gehört, dass er einen Brunnen gräbt. Sicherlich falsch, natürlich. Was? Selbst so ein Dummkopf wie er würde das nicht tun. Ach, die dürfen die Erde nicht berühren, also anrühren. Genau. Also ich glaube, also wir müssen mal gucken.
Genau darum geht es nämlich. Ich würde gern auf diesem Glaubensding mal gucken, ob wir da. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das alles immer abgelehnt und abgewiesen. Ist das? Na? Nervtötendes. Ich bin müde, falle bald, todesmüde, sagen sie. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Das heißt, dass sie etwas Schlaf brauchen. Aber weh mir, denn ich habe keinen Ort, an dem ich schlafen kann. Türen verschließen sich vor diesem einsamen Tragödiendarsteller, der nun unerwünscht in seiner Heimatstadt ist. Also ich. So geht es auch mir. Gehen Sie nach Hause. Ruhe wird Ihnen gut tun. Sie sollten die Liege eines anderen stehlen. Seien Sie schnell, um Schlaf zu stehlen. Süße Träume, Unglückssuchender. Genau, ich muss nach Hause. Und dieses fürchterlich nervtötende Geräusch ausfindig machen. Wo ist das? Sind wir doch gerade hergekommen. Das hier raus? Jetzt hat es aufgehört, oder? Hast du noch deinen eigenen Namen? Wieso noch? Vater hat das weggeworfen, jetzt ist er gesichtslos, macht mich irgendwie traurig. Warum? Schätze mal, er hat etwas Schlimmes getan, ich frage mich, was? Oder etwas Gutes. Oft genug wird man für gute Taten bestraft. Ich glaube nicht, dass es etwas bringen würde, das zu wissen. Ja, ich denke auch. Aber ich bin neugierig, würde es hassen, meinen Namen zu verlieren. Ganz meinerseits. Okay. Geht auch nicht. Sind wir verlassen? Mit Schloss dran? Okay. Ach so. Entschuldigung. Das ist eine Durchgangswohnung? Hat aufgehört, oder? Mann, 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 wir gehen mal zu dieser. Nee, jetzt nicht. Scheiß. Zu dieser Apotheke. Was ist das für ein Scheißgeräusch? Also, sie sind alle bei der Pfählung abgebrannt. Strafprozess abgeschlossen? Was? Welche Pfählung? Haben sie sich den Kopf gestoßen, Großer? Oder sind sie einfach dumm? Man hat eine Menschenfresserin beim Knochenpfahl gefunden. Einen Lähmdämon aus der Steppe. Ich habe keine Zeit, um mit irgendeinem Idioten darüber zu reden. Ah, wo ist der Pfahl? Was für ein Idiot! Sie sind wahrscheinlich ein Außenstehender, aber gekleidet sind Sie wie ein Fabrikarbeiter. Haben Sie sich da den Kopf gestoßen? Der Pfahl ist in den Gerbern. Verstanden, wir gehen. Genau, wir gucken uns das mal an. Wenn wir herausgefunden haben,
Da sitzt der Typ wieder, hier komme ich nicht durch. Okay. Sind wir ja ganz falsch. Hier geht's lang, oder? Wir müssen wieder zurück. Das hier war auch markiert. Was ist das? Das ist auch eine Optik. Das mal so. Die Seife ist, glaube ich, auch recht wichtig. Okay. Dankeschön. Tschüssi. So, wir wollen dahin. Wir können noch das hier. Genau. Essen. Trinkst du noch einen Schluck? Was ist das noch immer für ein Krach? Hier. Oh. Handel. Ach so, hier können wir. So. Okay. 10 Uhr. Da ist ein Turm. Von welchem Turm hat die nur gesprochen? Hier ist die Brücke. Also laufen wir hier wieder rein am besten. Ist das dieser Bulle, den wir da am Bahndingsbums gesehen haben? Bahnhof war es ja nicht an dem Zugunglücks Schauplatz. Eins, zwei, drei, vier. Steppendunst macht Luft krank hier. Wer im Herbst es wagt zu atmen, wird das die Geschichte nicht zu Ende ertragen. Aha. Aber ich mag es zu atmen. Schätze mal, dass ein Bär wie Sie ein wenig atmen können. Ohne umzukippen, aber nur ein bisschen. Ein Bär? Meine Freunde nannten mich Bär, als ich klein war. Wer passt jetzt wohl besser? Ich bin jemand, der es zu schade ist, jemand einen kleinen Gefallen zu tun. Mama sagt, es sind Windpockengrillen, Asche, hä?
Menschen aber alle 5 Stunden schlafen müssen, sonst explodiert einem der Kopf. Ja. Sind Sie ein Arzt? Ich hasse Ärzte. Mama sagt, dass alle Ärzte Vollpelze und Betrüger sind, sogar der alte Burach. Naja, wir machen hier mal keine Angst. Herr Großer, haben Sie irgendwas auf dem Weg hierher gesehen? Zum Beispiel einen Zug? Ja. Oh, ein Außenstehender also. Oh, es tut mir leid mit diesem. Ich kann dieses Geräusch nicht abstellen. Wir senden Fleisch und heute. Was? Wir senden Fleisch und heute in die weite Welt hinaus? Ach so, und zurück sendet man einen dicken, fetten Zug voll mit allerlei Vorräten, hauptsächlich Zeug, das wir hier nicht herstellen können. Papa sagt, dass es sicher hier so, dass es sich hier so anfühlt, als wären wir auf einer einsamen Insel. Okay. Ja, ich also, ne? Der Zug ist schon 2 Wochen überfällig. Wenn das so weitergeht, könnten wir bald verhungern und sind schon fast die Süßigkeiten ausgegangen. Ute hat gestern sogar all ihre Knöpfe für Klumpen Zucker getauscht. Unglaublich. 2 Wochen ist wirklich lange. Ich hasse dieses Geräusch. Zu handeln. Oh, ich hoffe wirklich, das ist hier nicht immer, wenn wir hier langkommen. Also beim letzten Mal war das hier nicht dieses nervtötende Geräusch. Das wüsste ich noch. Was hat er gesagt? Hier soll ich fokussieren. Ja, das sind ja immer nur so. Ladenschilder. Und wir nehmen alles mit, was wir finden können. Oh je, was ist denn hier los? Sieh mal einer an. Was ist da los? Dort werden die Leichen gebracht. Dorthin werden die Leichen gebracht. Welche Leichen? Die der heutigen Opfer, Unfallopfer. Wie meinen Sie das? Der Herbst ist dieses Jahr besonders schlimm. Die Leute sind verrückt geworden. Das ist es, was ich meine. Ah. Also ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Aber es gibt hier Kräuter. Die wachsen hier in der angrenzenden Wüste oder Steppe. Und im Herbst werfen die ihre Pollen aus oder so ähnlich. Und das beeinflusst die Menschen hier ganz massiv, wenn die sich dem zu lange aussetzen, was alle tun, die sich draußen aufhalten und ohne Maskenschutz oder ähnliches atmen. Das ist also der Albtraum, den ich hatte. Kannst du dir das vorstellen? Kurz bevor ich aufwachte, sagte ich zu ihm, dann mach dich auf den Weg. Chayala. Menschen töten keine Menschen. Was willst du, alter Mann? Was machst du denn hier? Wie meinst du das? Wir haben noch nie eine tote Person gesehen. Du etwa? Ja, ich bin Arzt. Dann mach dich auf den Weg, Chayala. Warum schnüffelst du hier herum? Jeder hat 2 Augen und 2 Ohren. Die meisten haben eine Nase und einen Mund. Hier ist ein Rätsel. Wenn man Augen und Ohren vertauschen würde, was wäre dann richtig? Wenn Nasen und Münder vertauscht wären, was wäre behoben? Hä? Eine schwierige Frage. Ja. Ach, wir müssen hier über die, müssen zurück. Denn wir wollen ja zu unserem Vater. Ich renne hier nicht, weil das massiv.
die Ausdauer und die ganzen Werte beeinflusst. Hunger, Durst. Und damit ist in dem Spiel hier wirklich nicht zu spaßen. Werden wir noch früh genug merken. Hi. Hey, no Schern. Bechara, du bist ein guter Mann. Kaufe meinen Bullen. Wie viel willst du dafür haben? Warum sollte ich einen Stier wollen? Es ist nicht irgendein Stier. Er bringt Glück. Wenn die Zeit gekommen ist, wird er dir sagen, was zu tun ist. Kann er denn sprechen? Vergiss Bullen. Bechara, du könntest Luft verkaufen. Ach so, das bin ja ich. Genau. Kann er denn sprechen? Unente, es ist bekannt. Er wird am furchterregendsten Tag deines Lebens sprechen und dir den richtigen Weg zeigen. Char, ja, ich möchte ihn lieber gar nicht haben. Vielleicht gibt es dann keinen schlimmen Tag in meinem Leben. Ah, okay. Das sagt er. Das ist eine lustige Logik. Eine Geschichte, glauben, der Tag wird kommen, ob du einen Bullen hast oder nicht. Das ist nicht sein Leben, sondern deins. Genau. Nimm ihn für 200. Es ist ein guter Bulle. Er wird dir nützlich sein. Genau, ich habe überhaupt keinen Platz. Bezahl mich jetzt und ich bringe ihn dir später nach Hause. Es wird ein Tag kommen, an dem du mir dankbar sein wirst. Ich kann den essen, den Bullen. Den meinst du schrecklichen Tee? Okay. Nee, lass mal gut sein. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem Bullen anfangen soll. Wir müssen hier lang. Genau. Immer geradeaus. Dieser Durst bringt mich noch um. Was geht eigentlich? Ich bin der, der Durst stirbt. Ich bestimme dem mal immer zu, weil dann geben die mir immer was. Allerdings sehen Sie her, wie ich Ihnen Ihr Schicksal vorspiele, verehrter Trottel. Hilfe, so hilft mir doch jemand. Dieser Durst bringt mich bald um. Machen Sie so weiter, ich weiß, wie es endet. Sie sterben, mein Freund, so endet es. Wasser ist überall, auch wenn Pfützen schlechte Getränke darstellen. Sie können noch immer aus Wasser pumpen und Fässern trinken. Eine Flasche ist alles, was Sie brauchen. Hier nehmen Sie. Danke. So, der kam hier rausgerannt. Gibt's hier was? Ach so. Einen Augenblick, ich muss kurz mal was nachschauen. So, ihr Lieben, ich nutze mal die Gunst der Stunde und beende an der Stelle die Folge. Ja, es ist ein spezielles Game. Ne? Muss man gucken. Ich mag das sehr. Ich muss mich da jetzt reinfitzen und da habe ich richtig Lust drauf. Wir müssen jetzt mit den Leuten reden, gucken, welche Verbindungen wohin bestehen, welche Verbindungen sind gut für uns, welche sind schlecht für uns. Und wir werden dann auch recht schnell an den Punkt kommen, wo wir halt wirklich daran arbeiten, ein Heilmittel zu finden, was dann auch nochmal einen ganz speziellen Weg geht, soweit ich mich erinnern kann. Aber sehr viel weiter bin ich dann auch nicht gekommen. Also dann, ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Machen wir genau an der Stelle weiter. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.